Oh, warte mal, das ist das, wovon ihr mir erzählt habt. Und ich konnte das bauen. Oh, ist das das? Leute! Hallo und herzlich willkommen hier auf Gobbinger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start. Ja, und wir spielen heute, wie sollte es anders sein, wieder eine Runde Wildlands. Und, ja, wir haben ja letztes Mal haben wir den Locksmith Table erstellt und die Gearbox und auch die Charging Station, die uns, glaube ich, auch auf lange Sicht viele Dienste leistet. Und das ist natürlich alles so ein bisschen unschön verpackt worden, wisst ihr? Da müssen wir ein bisschen Feintuning machen. Jedenfalls wollte ich jetzt, bevor ich, ich wollte hier in der heutigen Folge mit euch da einmal so ein bisschen den Raum ein bisschen ordentlich machen. Jetzt wollte ich aber vorher nochmal was gucken. Ich habe nämlich gesehen, ich kann hier so eine Batterie bauen. So eine Power-Batterie. Und jetzt weiß ich gar nicht. Bin ich echt am Überlegen. Eine kleine oder machen wir gleich die große? Das ist jetzt die Frage. Na, ich glaube, wir machen mal gleich die große. Da habe ich jetzt mal Bock drauf, um zu gucken, was dann passiert. Da brauchen zwar 5 von unseren 7 restlichen Illandium, die wir noch haben. Aber die möchte ich jetzt mal bauen. Einfach um zu gucken, ob wir eine neue Option kriegen, weil wir müssen eh nochmal losziehen. Wir bräuchten für den, was hatte ich gesagt, für den Mining Duel bräuchten wir 10, das heißt, da hätten uns 3 gefehlt. Und ob wir dann nochmal 5 mehr besorgen, da kommt es dann auch nicht drauf an. Und ich möchte erst wissen, ob da irgendwas gebaut wird. Die Gearbox alleine hat uns ja jetzt noch nichts gebracht. Ich vermute mal, die brauchen wir für Motoren. Das heißt, da können wir vielleicht demnächst mal mit Autos oder was anfangen, aber da das ja alles Energiefresser sind, würde ich sagen, gucken wir erstmal, ob wir eine Batterie bauen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das was bringt? Die bauen wir jetzt mal. Ja, wir haben ja zwischenzeitlich, haben wir, habt ihr gesehen, haben wir die Charging Station quasi neu verkabelt. Das hat soweit ganz gut geklappt, nur es war ein bisschen konfus. Jetzt ist das Kochfeld, glaube ich, nicht angeschlossen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wir mussten das nochmal neu verkabeln. Das würde ich vielleicht, glaube ich, ganz gerne zuerst machen in der heutigen Folge mit euch. Gleichzeitig da drüben die Hütte ein bisschen auf Vordermann bringen. Da hätte ich gedacht, das teilen wir auf. Fangen wir erstmal mit der Holzseite an, bevor wir dann die Energieseite, also die Stromseite machen. Und jetzt möchte ich aber erst, wie gesagt, noch gucken, was mit der Batterie auf sich hat, ob wir da was Neues kriegen. Und dann gucken wir uns das gleich an. Also jetzt wollen wir mal schauen, das müsste ja jetzt fertig sein. Ja, 12 Sekunden, noch 10 Sekunden, das ist jetzt nicht so das Problem. Eine Taschenlampe brauchten wir für den Grubenhelm übrigens. Es gibt hier noch so große, ich weiß nicht, wofür die sind. Und kleine, ja, die können wir auch irgendwann mal bauen, aber da haben wir im Moment noch nicht genug Illandium. So, jetzt nehmen wir mal die Batterie. Jo, das sieht gut aus. Jetzt möchte ich gucken, ob wir irgendwas Neues bauen können. Weil jetzt haben wir ja die Batterie. Vielleicht hier. Vielleicht ist sie wieder für irgendwas zuständig, was man. Ja, den hier möchte ich auf jeden Fall auch noch bauen, die Raffinerie. Ich bin nicht genau sicher. Da brauchen wir zum Beispiel Steel Tubes. Die haben wir ja auch noch gar nicht gebaut. Oder hier diese Tubes. Die müssten wir auch mal machen. Die sind vielleicht auch für irgendwas zuständig, was uns wieder neue Sachen freischaltet. So, hier ist schon mal nichts. Jetzt gucken wir mal allgemein durch. Warte mal, Illandium. Wow, was sind da alles? Batterien. Illandium-Lantern, okay. Könnten wir bauen. Möchte ich aber gar nicht. Hier wäre natürlich super, hätten wir ein Licht. Ahahaha. Nein. Da zeigt er nichts an. Dann gucken wir noch mal allgemein durch, ob was dazugekommen ist. Irgendwas, was wir noch nicht hatten. Ja, da möchte ich noch eine Windturbine. Werden wir auf jeden Fall noch eine bauen, später für oben, damit wir Strom haben. Solange, bis wir den Generator haben. Ich glaube, es tut Not, auch hier diese Casting Mods und so. Wollte ich noch ein paar als Deko-Elemente bauen. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Machen wir auf jeden Fall noch mal. Jetzt gehen wir mal einmal gerade alles durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mit den Batterien. Die müssen ja irgendwo für sein. Also ganz klar. Also wird auch irgendwas dazugekommen sein. Was haben wir hier? Das sind nur diese. Ach ja, einen Switch muss ich noch bauen. Da muss ich auch gleich mal gucken. Der Kleine, was brauche ich denn dafür? Aber alles für da. Dann bauen wir den gleich. Ach so, dann muss ich so bauen, okay. Das ist schon mal gut zu wissen, weil den möchte ich gerne für diese Charging Station, weil ihr hört das schon, dieses Knacksen im Hintergrund die ganze Zeit ist nicht gerade. Ja, wie soll ich sagen? Es ist nicht gerade
ruhig. Ich glaube, das könnte man so formulieren. Also haben wir jetzt deswegen nur die Laternen mehr bauen können. Das kann doch gar nicht sein. Da muss doch irgendwas zugekommen sein. Dann mal hier noch. Das ist alles Autoteile, so wie das aussieht. Vasen ohne Ende. Oh, hier, was ist das? Floating Plattform. Aha. Propeller braucht man dafür. Ach guck, den konnten wir vorher auch nicht bauen. Das ist zum Beispiel auch sehr cool. Weil da kann man bestimmt oben drauf. Es sieht aus wie, ich weiß nicht, Floating Plattform sieht für mich aus wie ein Ventilator. Aber ich vermute mal. Ach nee, wartet mal. Wir hatten auf der Start und hatten so eine fliegende Box. Ich glaube, da waren die Dinger auch drin. Vielleicht kann man dann in der Luft bauen. Die möchte ich auch nochmal irgendwann bauen. Hier die Flippers. Da sind wir bestimmt schneller unter Wasser. Da gibt es bestimmt auch noch Tauchanzüge. Was ist das jetzt hier? Ach, Eisblocks, die werden grafisch nur nicht richtig dargestellt. Ich muss mal gucken. Wird es noch irgendwas Neues geben? Hier eine Menge Sandsteine. Nein. Nichts Besonderes. Fahnen. Ja. Ist auch noch nicht. Ist nicht auch wirklich. Die kleine Small. Das ist zum Beispiel auch eine Idee. Der frisst nicht ganz so viel Elandium. Das ist so ein kleiner Generator. Wäre für den Anfang auch nicht schlecht. Könnten wir den vorher bauen? Ich glaube nicht. Hier eine Tesla-Coil. Auch nicht schlecht. Ja, scheint ja nicht viel dazugekommen zu sein. Ist ja komisch. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, uns fehlen noch Zutaten oder so. Als wenn wir irgendwas, vielleicht müssen wir die, diese kleinen Metallstangen ja noch bauen. Wenn wir jetzt wirklich nur die Lampe neu bauen, das ist ja lustig. Wir können die Reifen bauen, damit wir vielleicht hoffentlich bald mal Autos bauen können. Wäre auch lustig, nur wir können hier nicht viel fahren. Da müssen wir erst eine Straße bauen, ne? Würde ich sagen. Jetzt gucken wir doch noch mal. Wo bist jetzt? Jetzt muss ich erstmal was essen hier. Haben wir den hier alles noch für Zeug, was wir noch nicht benutzt haben? Den haben wir, müssen wir das vielleicht doch im Inventar haben. Hier noch Zeug. Naja, okay. Dann bauen wir jetzt erstmal. Bauen wir, würde ich sagen, machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt erstmal aus. Dann zeige ich, machen wir eine kleine Timelapse und wenn ich da fertig bin, dann treffen wir uns hier quasi wieder. Würde ich vorschlagen. Dann sag ich mal, bis gleich.
Ja, da sind wir wieder. Ja, ihr seht schon, ich war fleißig. Ich habe hier gerade noch ein kleines Foto gemacht. Wir haben jetzt hier alles mit Holz ausgebaut. Ich habe das Dach ausgebaut. Da kann man sicherlich die Steine später noch wegmachen. Das werde ich bestimmt noch machen und dann komplett Dach machen. Aber jetzt so für den Anfang reicht das. Da habe ich mir dann, ja, komm, dann machen wir hier ein paar Regale. Und dann sieht das ein bisschen wohnlich aus. Es ist jetzt noch sehr kahl, aber es ist ja auch eine Werkstatt. Die möchte ich später noch umstellen, aber da bin ich am Überlegen, ob ich mir vielleicht tatsächlich mal diese Sphäre baue, diese Schutzsphäre baue, mit der man Dinge wohl einfach abbauen kann. Und dann brauche ich den nicht neu bauen, aber das überlege ich mir. Ich habe da jetzt erstmal Drehbank, habe ich gedacht, da muss ein Nöckerchen hin. Man kennt das so aus den Werkstätten halt, ne? Die Dreher haben ja meistens irgendwo ein Stühlchen stehen. Hier ein Teppich hingestellt, die Sachen habe ich vom Schiff geholt. Kleines Bildchen, peppt das auf. Sicherlich nicht das ideale Bild, aber hey, da hat man zwei Stück von. Ich dachte mir, warum nicht? Hier so zwei Regale, da nochmal so ein paar Körbchen hin halt. Da so ein paar Flaschen ins Regal, damit das ein bisschen belebter aussieht. Ja, sieht gleich viel besser aus. Es ist noch viel Luft nach oben hier, definitiv. Hier wird noch was passieren. Aber hey, so, dann haben wir hier die Tür. Dann ist das hier demnächst dicht und auf der Seite, da werde ich dann dasselbe quasi aus Stein machen, wobei vielleicht lasse ich die Seite aus Holz, das weiß ich noch nicht. Und hier müssen wir ja jetzt, soll ja ein Stromraum hin, hier haben wir ja erstmal unsere Charging Station, die mir zu laut ist, da muss ein Switch auf jeden Fall hin. Da möchte ich eine Steinwand hinten haben und da möchte ich mich hier später nach oben graben und dann den Strom quasi durch den Berg durchgehen lassen, dass man den nicht sieht. Vielleicht mache ich dann hier nochmal ein Kabel nach unten, quasi hinter der Küche, dass man da in der Küche rauskommt. Weil da wollte ich auch noch eine Wand ziehen. Jetzt wollte ich aber noch mal was probieren. Wir haben ja diese Illandium-Batterie. Wo ist sie denn? Hier. Equip. Und wenn wir jetzt, warte mal, recharge everything. Zack. Wow. Wow, das ist ja mal cool. Ach, guck mal, und so lädt er sich wieder aus. So sieht das aus. Ist jetzt diese kleine Batterie, ist sie jetzt geladen? Ich nehme mal an. Also, ja, die leuchtet jetzt, oder? Ich glaube, die ist jetzt keine Ahnung, ob die geladen ist oder nicht. Die müsste ja geladen sein, wenn sie nicht sowieso schon geladen war. Vielleicht muss man die auch erst aufladen. Das kann natürlich auch sein. Aber wir können noch nichts Neues bauen, oder? Scheinbar können wir noch nicht. Das klingt aber mal mega cool. Muss man mal so sagen, wie es ist. Das gefällt mir sehr gut. Wow, und jetzt ist er wieder aufgeladen, okay? Also, wo ist denn dieser kleine Switch? Oh, was ist denn das hier? Propellerpack? Oh, warte mal, das ist das, wovon ihr mir erzählt habt. Und ich konnte das bauen. Oh, ist das das? Leute, wisst ihr, was wir gerade gefunden haben? Guck mal, was das ist. Achso, ich habe hier draußen, weiß ich nicht, was mitbekommen. Ich mit der Reling hinten habe ich offen gelassen, weil wegen, ne? Soll ja rumgehen. Wow, wir können fliegen. Wie geil ist das denn? Wir brauchen gar keine Brücke mehr, um zum Schiff zu kommen. Und auch wenn ich jetzt reparieren will, kann ich hier direkt hochfliegen. Mega, Leute. Das ist mega geil. Guck mal, wir können fliegen. Komme ich wieder runter? Ah, mit Shift, okay, wie beim Tauchen. Das ist ja mal cool. Jetzt können wir Rundflug machen hier. Guck mal, wie schön das von oben aussieht. Da wächst ein bisschen durch. Oder ist schon wieder Gras auf dem Dach, weil ich habe, da musste die Kakteen wieder wegnehmen. Wie toll ist das? Habt ihr eigentlich den Kompost? Habe ich euch noch gar nicht bei Tag gezeigt. Na, dann sieht man das hier besser. Ich habe da nämlich drin, seht ihr das, was ich da alles reingeschmissen habe? Einfach nur so Äste und so. Sieht super cool aus im Effekt. Hey, mega! Wir können fliegen! Wie geil ist das denn? Dann hatte die Batterie ja sogar eine Funktion. Oh, ist das schön. Brauche ich ja nicht mehr hoch. Ah, hier, ich habe einen Balken. Seht ihr schon? Ja, das ist ja jetzt beim Bauen auf jeden Fall. Da bin ich doch noch drauf hingewiesen worden. Ja, cool. Da brauchen wir die Batterie dafür und den Rest hatte ich schon. Gut zu wissen. Charging Station, ahoi, sag ich da nur. Perfekt. Dann können wir jetzt auch in den Höhlen viel besser zugange gehen, weil wir dann nämlich fliegen können. Dann brauchen wir nicht auf dem Boden rumrennen, da können die Monster uns nicht mehr treffen. So, hier muss natürlich noch was drunter. Ich habe mir überlegt, das bietet sich hier an, wenn man so mal guckt, ne? Das kann man jetzt viel besser sehen. Da könnte man hier unten drunter bauen, dann könnte man für das Schiff hier, für das kleine Bötlein, könnte man da so eine kleine Anlegestelle machen.
Finde ich gar nicht schlecht. Oder so eine Art Angelpier oder sowas. Wäre auch ganz cool. So eine Anglerhütte. Das ist ja cool. Perfekt. So, zack. Oh, das ist ja super. Mensch, Leute. Das hat uns jetzt mal richtig nach vorne gebracht. Ab jetzt wird's insgesamt viel leichter. Ich bin der Propellermann. Ja, da. Charging Station, sag ich nur. Da kann ich nur sagen. Yippie, das ist mal den Gangmann wert. Dum 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 dum. Wir können fliegen, Leute. Ist das cool? Sogar im Haus. Oh, ganz schön viel Abgase. Wird das Ding denn leer oder? Mal gerade gucken. Notfalls, wir haben ja hier die Charging Station. Zack, dann wird er ja wieder aufgeladen. Aber das ist ja mal ein geiler Effekt. Wenn das da so hoch hat. Aber da muss ein Switch rein. Können wir den schon bauen? Fällt mir gerade ein. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ein Switch wäre jetzt super. Switch. Jawohl. Ah, den können wir bauen. Dann machen wir den jetzt erstmal. Warte mal. Warte. So. Eigentlich wollte ich den. Hallo. Warum geht denn das schon wieder nicht? Okay. Drehen und ach, das macht er nicht. Okay, warum auch immer, er hat schon wieder diesen Baubug. Ist auch egal, dann machen wir den jetzt erstmal hier so hin. Moment, hier so, zack, und jetzt hole ich mir dieses Ding. Das nervt mich nämlich, dieses Gebrumse, das brauchen wir jetzt gerade eh nicht. Da brauche ich wieder C. Ich hatte den mal zwischendurch hier geparkt. Nein! Jetzt sag mir nicht, ich krieg den nicht. Oh Leute, das wäre jetzt schlecht. Nein! Also da parke ich den nicht mehr. Merke für die Zukunft den Energy Linker. So, zack. Einmal hier die Verbindung kappen. Also mal in die Ego gehen. So, von da gehen wir jetzt nach da. Und von da gehen wir. Und wisst ihr, was jetzt cool ist? Jetzt kann ich Folgendes machen. Fliege ich da einfach hoch. Und dann verbinden wir das einfach. Zack. Mega cool. Jetzt können wir nämlich so machen auch. Den wieder erstmal hier mit verbinden. Dann haben wir zumindest schon mal Strom. So. Und dann fliegen wir jetzt runter. Und jetzt müsste der aus sein. Das ist ja cool, Leute. Wir können fliegen. Das ist ja mal mega cool. So, der Herd geht doch jetzt wieder, oder? Der müsste jetzt wieder gehen. Haben wir was zum. Jetzt haben wir nichts, womit ich den testen kann. Aber der dürfte jetzt an sein. Der hat jedenfalls hat der Energie. Jetzt könnte ich den ganzen Tag durch die Gegend fliegen. Und der ist jetzt aus. Pass auf. So. Und wenn wir jetzt den Switch legen, zack. Dann kriegt er Saft. Und sollte sich eigentlich aufladen. Aber tut er nicht. Das heißt, er hat nicht genug Saft. Okay. Alles klar. Kein Problem. Heißt im Umkehrschluss, aber ist nicht schlimm. Heißt für uns nur, dass wir quasi ein zweites Windrad benötigen. Und ein Windrad, da gucken wir gerade mal. Das haben wir schon. Cool, Propellerpack. Ich wusste, der Propeller musste funktionieren. Da brauchten wir die Landium Power Cell. Das hätten wir schon längst haben können, das Teil. Mensch, wenn man das gewusst hätte, ne? Wind. So, wir brauchen Windrad. Er brauchen wir nur das Windrad. Drei Closes. Vielleicht haben wir die sogar. Mal gerade gucken. Könnte sein, dass wir die haben. Haben wir nicht? Haben wir keine Closes? Oh. Oder haben wir hier noch welche drin? Ah, hab das gesehen. Ich hatte noch Closest da. So, das heißt. Wind.
Craft und jetzt können wir die bauen. Und deswegen werden wir jetzt nach oben fliegen. Mega ist das geil. Das ist so genial, Leute. Ich sag's euch. Und dann kommt hier, kommt noch ein, noch so eine Windturbine hin. So, bauen. Kann man die auch drehen? Ah, die kann man auch drehen. Wo ist denn der Nupsi? Da ist er. Ne, die kann man nicht drehen. Das ist doof. Die muss natürlich dann in dieselbe Richtung gucken, sonst ist das ein bisschen sinnfrei. Was hat er jetzt gemacht? Hat er die gebaut und wieder abgebaut? Oder was war das gerade? Habe ich das gerade richtig gesehen? Also noch einmal, bitte. Er hat die echt abgebaut. Hey, wieso ist denn jetzt... Jetzt ist der Hammer kaputt. Repair Kit. Stellt zur Werkstatt fliegen. Oh, guck mal, wie schnell das geht. Leute, was das denn Ersparnis an Zeit ist, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe nicht genug Platz. Ah, jetzt geht die Rennerei wieder los. Ja, komm. So, da kommt jetzt der restliche Stoff rein. Wir essen gerade eine Kleinigkeit. Naja gut, egal. Also wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir haben heute eine Menge geschafft. Wir haben heute wirklich, wirklich richtig, richtig viel geschafft. Also wenn ich hier so gucke, also mal davon ab, dass wir dieses Propeller-Pack jetzt haben, was mega cool ist. Wir haben es hier schick gemacht. Wir haben hier den Switch schon mal angeschlossen. Ich werde jetzt gleich noch schnell das Windrad oben aufstellen fürs nächste Mal. Und dann werden wir als nächstes den Elektrikraum bauen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir das quasi hier sehen. Hier muss auch noch ein bisschen... Ja genau, da kriegen wir jetzt so vor. So. Perfekt, da machen wir ein Foto von. Dann wird das unser Foto heute. Das kriegen wir sicherlich auch ohne diesen Schriftzug hin. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich hatte heute mega Spaß. Wir haben heute richtig was geschafft. Wir haben jetzt wieder richtig geilen Fortschritt, vor allem auch mit diesem Propellerpack. Das wird die Arbeit in Zukunft sowas von erleichtern. Ich wollte mich demnächst auf jeden Fall... Ich werde das hier auf jeden Fall noch fertig machen. Mich dann demnächst mal mit euch so ein bisschen gucken, ob wir vielleicht mal in Richtung Farbveränderung was machen oder so. Auf jeden Fall müssen wir Elandium wieder ranschaffen. Und wir haben ja noch das Projekt Mining Drill, weil der wird uns auch richtig voranbringen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn er Spaß hatte, dann lasst mir doch ein Däumchen da. Da würde ich mich rüber. Ach, egal, lassen wir das. Egal. Ich würde mich halt drüber freuen. Ihr kennt es. Ich brauch's nicht sagen. Warum soll ich es auch immer sagen? Wenn er es macht, dann macht das, auch gerne. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn er nächstes Mal wieder einschaltet. Und ich fliege jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Whee! Es ist so toll. Einfach nur genial. Und ja, damit sage ich mal, immer dran denken, Spaß ist, was du daraus machst. Tschüss.